This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin, hier ist wieder der Jörg an seiner berühmten Stelle vom Spaziergang. Kennt ihr sie ja schon, aber dieses Jahr wächst hier kein Mais, sondern dieses Jahr haben sie auf diesem Feld Zuckerrüben angepflanzt. Heute haben wir Sabbat, was ist denn heute überhaupt, der 23. Juni, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte eigentlich gar nicht mir vorgenommen, irgendwas aufzunehmen, irgendeinen Film aufzunehmen, aber ich bin mit meinem Hund wieder, der da hinten ist. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Ich kann ja hier auf dem Schirm nichts erkennen. Bin mit meinem Hund Lena wieder spazieren. Meine Mutter ist heute zu Hause geblieben, weil der geht's nicht gut. Die hat sich übergeben in der Nacht. Habe ich ihr heute Morgen Ingwer-Tabletten und sowas besorgt. Jetzt geht's ja schon ein bisschen besser, aber zum Spaziergang war sie nicht gut genug. Also ist sie zu Hause geblieben. Ja, und dann kann ich mal wieder hier oben langs gehen und mal wieder ein kleines Video aufnehmen. Ich schätze, dass ich das als Video in meine nächste Aufnahme vorher reinlaufen lassen werde, also als Einleitungsvideo. Ich bin ja im Augenblick beschäftigt mit Stunde der Wahrheit, Bibelstudie mit Jörg, Römer Kapitel 1. Hab gestern Verse 22 und 23 angefangen zu lesen, mach da jetzt ab, ja, das nächste Mal, wahrscheinlich heute, wenn ich nach Hause komme, die nächste Sendung drüber, wo ich noch tiefer darin eingehe, wo ich das bespreche, was der Karl-Olof Rosenius dazu geschrieben hat und da natürlich auch noch immer meine eigene Bibelinterpretation dazugebe, mein eigenes Bibelverständnis, nicht meine eigene Interpretation, weil die Bibel interpretiert sich selbst, aber mein Verständnis der Bibel füge ich dazu. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Video in Angriff genommen habe, das wahrscheinlich nicht besonders populär ist, schon gar nicht bei Sodomiten, aber nichtsdestotrotz habe ich mir auch von meiner Schwester Jasmin gestern Abend erzählen lassen, die hatte mir über Skype getextet, als ich ihr sagte, dass ich da das vierte Video von gemacht habe und worum das ging. Da hat sie gesagt, ja, weißt du, selbst unter diesen Sodomiten sind viele Leute, die suchen, die aufgrund ihrer Suche natürlich das Verkehrte gefunden haben, die aneinander sich klammern, also Mann an Mann.
anstatt den Herrn gefunden zu haben. Aber deswegen sind sie noch nicht verloren. Man muss diesen Leuten versuchen, den rechten Weg zu zeigen. Ich meine, man kann vielen Leuten den rechten und den schmalen Pfad zeigen. Es ist aber nicht, weil sie ihn sehen, dass sie ihn auch gehen. Ja? Und das finde ich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen ganz in Ordnung, aber ich finde das normal. Ich meine, zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben, vor etlichen Jahren, wenn mir jemand den schmalen Pfad gezeigt hätte, hätte ich auch gesagt, du tickst wohl nicht ganz richtig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass als ich für diese Weinfirma hier in Belgien damals gearbeitet habe, Jakob Gerhard heißt sie, eine deutsche Weinfirma, da hatten wir einen Verkäufer, der hieß Van Severen, kam aus der Ecke von Westflandern und seine Frau ist die ganzen Nächte aufgeblieben und hat irgendwelche Schriften niedergeschrieben, also irgendwelche Papiere vollgeschrieben mit Bleistift und auf Papier, das ihr so gesagt vom Geist eingegeben wurde. Ja, da haben wir natürlich damals alle mit gelacht und heute weiß ich, dass solche Frau nicht vom Heiligen Geist beseelt ist, sondern dass das ein anderer Geist ist, der ihr das alles eingibt, weil der Heilige Geist wirkt auf eine andere Art und Weise und nicht auf eine Art und Weise, dass man wie besessen Stunden und Nächte lang schreibt. Aber damals habe ich natürlich alleine schon aufgrund dessen dieses ganze religiöse Getue abgetan für Hirngespinste, für Blödsinn. Ich meine, ich war damals kein Christ, ja, habe ich ja schon öfter erzählt. Und wenn man dann mit sowas konfrontiert wird, mit solcher Falschlehre, das ist immer nur, um ein mehr und mehr und mehr davon wegzutreiben. Und genau so geht das wahrscheinlich auch eine ganze Menge Sodomiten. Ich kann ja die Verführung in dieser Welt dahin, das kann ich ja verstehen. Die Welt ist ja voll von diesen Verführungen. Und viele Leute nehmen sich eben viel leichter, dass, ich sag mal, das, was ich ihnen im Materiellen offenbart, die nehmen die schnelle Befriedigung anstatt die Befriedigung auf lange Zeit. Das heißt, sie nehmen lieber das, was sie hier im Fleische erleben können, um ihre Fleischeslust zu befriedigen, anstatt ihre seelische Lust zu befriedigen. Oder lass uns so sagen, sie versuchen sogar mit der Fleischeslust ihre Seele zu befriedigen, ihren Geist zu befriedigen, nur das klappt nicht. Und deswegen suchen sie immer wieder andere Wege. Das ist wie mit einem Drogenabhängigen, weißt du? Der probiert auch die eine Droge nach der anderen aus und er hat immer noch nicht den Kick, den es ihm gegeben hat. Und deswegen macht man da halt ja die verkehrten Entscheidungen. Und so ist das mit Sodomiten auch. Und wenn ich einigen davon helfen kann, aufgrund der Studie, die ich hier mit Römer Kapitel 1 aufzeige, um zu zeigen, wie das Verlassen des zweiten Gebotes, das der Herr uns gegeben hat, zusammenhängt mit der, ich sag's jetzt mal zwischen Anführungszeichen, Abnormalität der Sodomie, weil als Norm bezeichne ich das, was Gott uns vorgesetzt hat, nicht das, was wir hier in dieser Gesellschaft, in der wir leben, erleben, sondern das, was Gott ordiniert hatte, das ist die Normalität und alles andere ist Abnormalität, weg von Gott-Normalität. Und wenn ich mit diesen Videos dazu beitragen kann, auch nur einen einzigen dieser Sodomiten zu erreichen, dass er darüber nachdenkt und sich darüber besinnt und dass der Herr ihn vielleicht auch zieht zu Jesus Christus, na, dann ist doch mein ganzer Job schon erfolgreich beendet. Mehr will ich doch überhaupt nicht. Ja? Und wie gesagt, aber das geht, glaube ich, auch aus meinen Videos ganz deutlich hervor. Ich habe nichts gegen die Sodomiten selber. Ich habe was gegen die Sünde der Sodomie. Es ist genau wie Jesus gesagt hat, ja, das hast du auch, was ich habe, dass du die Nikolaiten hassest, wie auch ich sie hasse. Also, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, wie auch ich sie hasse. Er hasst die Werke der Nikolaiten, nicht die Nikolaiten selbst. Ich hasse die Taten der Sodomiten, ich hasse nicht die Sodomiten selber. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Ein Mensch ist immer das Resultat dessen, was er, ja, ich will mal sagen, wie er erzogen wurde, seiner Gegend, in der er aufgewachsen wurde, alles drum und dran. Und viele Leute haben ihr ganzes Leben lang nie die Chance gehabt und manche Leute werden auch ihr ganzes Leben nie die Chance bekommen, um in einer Art und Weise Gott zu erkennen, wie es uns hier vielleicht gegeben ist, wo wir in dieser Gesellschaft, will ich jetzt mal sagen, leben, wo wir die Möglichkeit haben. Aber auch in unserer Gesellschaft gibt es so wahnsinnig viele, die sich von Gott abkehren. Und die zum Gott zu bekehren, das sollte unsere Aufgabe sein. Und deswegen widme ich mich dieses Themas. Ja?
Und wenn ich jemandem helfen kann, alleine schon mal einzusehen, woher das kommt, ja, dann kann man auch die Ursache bekämpfen. Wisst ihr, das ist ja anders als beim Arzt. Ein Arzt, dem sagt man, von hier tut es weh, und dann gibt er dir eine Pille und dann tut es da nicht mehr weh. Aber die Ursache ist nicht bekämpft. Das Symptom, der Schmerz ist bekämpft, aber die Ursache des Schmerzes ist nicht bekämpft. Und mit der Bibelstudie Römer 1 kann man die Ursache der Sodomie aufdecken und kann man die Ursache der Sodomie bekämpfen. Ja? Und nicht nur die Symptome davon. Und das ist der Grund, weshalb ich diese Serie mache. So, das werde ich jetzt als Einleitungsvideo hier mit reinnehmen für das Video, das ich dann heute Mittag anfange. Also wenn ich nach Hause komme, werde ich mich wo hinsetzen und werde das aufnehmen. Und das wird dann der 5. Teil, glaube ich, bereits aus der Lesung, wo wir in Vers 22 und 23 und weitere dann fortfahren werden. Also, schaut es euch an. Schaut euch die Teile hier vor an, schaut euch die Teile hier nach an. Schaut euch diesen Teil an und versteht, was ich damit meine. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es ist ja ein herrlicher Sabbattag, ein herrliches Wetter. Hier hinten sind die ganzen katholischen Kirchen und was weiß ich nicht alles. Da wird nur schlecht, wenn ich da hingucke. Aber ja, das sind die Felder hier viel schöner. Ne? Da unten ist ein Maisfeld und hier ist ein Zuckerrübenfeld. Also, bis zum nächsten Mal. Maranatha. So, dann geht es jetzt gleich weiter, wie versprochen. Im Vers 22 und 23. Ich lese das nochmal eben so vor, wie das hier im Buche steht. Besprochen, oder angefangen zu besprechen, haben wir das ja schon in der letzten Lesung. Und dann gehen wir hier in die Erklärung, die uns der Karl Olof Rosenius dazu gibt. Und natürlich eventuell anfüllende Erklärungen, die ich dazu noch zu vermerken habe. Also erstes Kapitel Römer, Vers 22 und 23, so steht hier im Buch geschrieben: Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Und in der Schlachter 2000 liest sich es: Die sich für weise hielten, also anstatt da sie sich für weise hielten, die sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Ich möchte jetzt doch noch mal kurz darauf eingehen, auf den Punkt, den ich zum Schluss gemacht habe, und sehen, ob ihr auch darüber nachgedacht habt, was ich letztes Mal gesagt hatte. Wenn wir lesen, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Das heißt, dass wir einen Menschen an Gottes Statt setzen. Das ist doch genau das, was der Papst tut. Das ist doch genau das, was die römisch-katholische Kirche tut. Die römisch-katholische Kirche lehrt, dass der Papst nicht nur Jesu Christi auf Erden ist, sondern dass er Gott auf Erden ist. Also haben sie die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Denn der Papst ist ein vergänglicher Mensch und der wird hier ersetzt mit der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes. Also, ganz klar, jeder Angehöriger der römisch-katholischen Religion und sicher die Ultramontanen, die also wirklich da total von beseelt sind, sind in der Hinsicht der Idolatrie schuldig, sich ein Bildnis zu machen eines vergänglichen Menschen und ihn damit Gott zu ersetzen. Ja? In anderen Religionen ist das ja auch so. Man muss sich dann immer die Buddha-Statuen angucken, zum Beispiel, wo Buddha verehrt wird. Ja? Und bei den Islamisten, bei den Muslimen, bei den Mohammedanern ist es die Kaaba. Warum knien die sich denn 5-mal am Tag bitte schön hin in der Richtung, wo die Kaaba steht, und beten in die Richtung? Die können sie zwar nicht visuell sehen, aber sie ehren sie ja in der Richtung. Ja? Das ist alles genau dasselbe. Das ist Götzenanbetung und das ist die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes zu vertauschen mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen oder im Fall der Mohammedaner mit der Kaaba und wofür sie steht.
Also, wer da noch nicht drüber nachgedacht hat, der hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, das Video mal auf Pause zu setzen, um darüber nachzudenken. Und wenn es geklappt hat, dann macht ihr auch weiterspielen und dann folgt ihr der Lesung. Da sie sich für weise hielten. Tja, worauf bezieht sich das denn, da sie sich für weise hielten? Wenn wir nochmal eben die Verse davor lesen, 21 und 22, da müssen wir drauf zurückgehen. Ja, da steht es ja, dieweil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch gedanket, sondern sind in ihrem Dichten, also in ihren Gedanken, eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ja, da sie sich für weise hielten, aufgrund dessen, was gerade eben in den vorhergehenden Versen gestand, es gibt keine Sünde und Gottlosigkeit, gegen die Gott zu allen Zeiten seinen Zorn so entsetzlich entbrennen ließ, wie gegen diese, die auch die eigentliche Aufruhrsünde gegen Gott ist, nämlich, dass der gefallene Mensch sich einbildet, entweder weise oder gerecht zu sein. Ja, und gleichzeitig gibt es keine andere, wie sagt er das hier, Aufruhrsünde gegen Gott, wo er so böse drüber ist, wie wenn man sich Abbilder macht, anstatt ihn zu ehren im Geiste und in der Wahrheit. Denn es steht ja geschrieben in Exodus 20, Vers 4 und 5, dass wir uns kein Bildnis oder Gleichnis machen sollen, weder von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden ist. Was ich ja mache, wenn ich den Papst anbete, der ist ja hier auf Erden, dann mache ich mir ja ein Bildnis oder ein Gleichnis von Gott durch den Papst oder einen anderen Vertreter in einer anderen Religion, der meint eben, Gott zu sein. Und er sagt hier ganz klar, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Nun, Eifersucht und Begierde sind zwei verschiedene Paar Dinge. Zwei verschiedene Paar Schuhe, wie man das so schön im Deutschen sagt. Begierde ist, wenn ich etwas begehre, was ein anderer besitzt. Darum das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Weib. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus und nichts im Grunde, was er hat. Ne? Du sollst nicht begehren das Haus, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seinen Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Ja? Das 10. originale Gebot, wie es in der Schlachterbibel steht. Das ist Begierde, aber Eifersucht ist ja, und deswegen steht das auch ganz deutlich hier in Exodus Kapitel 20, Vers 5 drin. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Eifersüchtig ist man auf etwas, das einem unrechtmäßig weggenommen wurde. So, und was wurde Gott unrechtmäßig weggenommen, wenn wir ihn vertauschen durch ein Bild? Die Herrlichkeit, die ihm zusteht. Dass der Gehorsam, der ihm zusteht, die Anbetung, die ihm zusteht, das haben wir ihm weggenommen. Und darauf ist er eifersüchtig. Eifersüchtig, dass wir uns irgendwelche Abbildungen machen, ob das jetzt Statuen sind oder halt Menschen wie der Papst oder was auch immer, das könnt ihr einfüllen, wie ihr wollt. Und dass wir das mit ihm vertauschen, daraufhin ist er eifersüchtig. Und deswegen heimsucht er die Schuld von der Vätern an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Warum bis in das 3. und 4. Glied? Was kann ich denn als 3. Glied oder so dazu, dass mein, in dem Fall wohl Großvater das dann getan hat? Naja, ich kann nichts dazu, aber der Sauerteig muss ausgemerzt werden. Und das dauert anscheinend ein paar Generationen. Ich nehme mal an, dass Gott in seiner Weisheit einen Grund hatte, warum er sagte, bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, wird er die Väter heimsuchen und sich also mit anderen Worten rächen an denen, die ihn eben hiermit einem vergänglichen Menschen oder einem Abbild von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren oder was auch immer dargestellt haben. Na? Also, gehen wir nochmal in den Text rein. Es gibt keine Sünde und Gottlosigkeit, gegen die Gott zu allen Zeiten seinen Zorn so entsetzlich entbrennen ließ, wie gegen diese, die auch die eigentliche Aufruhrsünde gegen Gott ist, nämlich, dass der gefallene Mensch sich einbildet, entweder weise oder gerecht zu sein.
In Israel war keine Sünde oder Gottlosigkeit vorhanden, gegen die der Herr Christus einen so harten Streit wie gegen die Einbildungen der Pharisäer und Schriftgelehrten führte. Ja, Gott widersteht den Hoffärtigen, wie wir im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5 lesen. Wollen wir eben schauen. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja? So steht es in der Schlachter 2000. Wahrscheinlich hätte die Lutherbibel mit hoffärtig einen anderen Begriff gebraucht, aber das ist 1. Petrus 5, 5. Komischerweise einmal aufschlagen und ich hatte das richtige Kapitel in der Bibel. Das ist, wenn der Heilige Geist euch leitet in der Bibelstudie, kann ich euch sagen. Also, und wenn Gott denen, die sich für weise halten, widersteht, dann geschieht es in der Weise, dass er sie zu Narren werden lässt. Die Geschichte bezeugt, wie alle, die am scharfsinnigsten und klügsten auf Erden waren, die gelehrtesten Philosophen und Denker, sowohl unter den Heiden wie auch unter den Christen, allesamt in die größten Torheiten gerieten, wenn sie die Gottesfurcht und die Wahrheit verwarfen. Die eine Weisheitslehre hat dann die andere umgestoßen, und gegen ihren Willen haben sie alle nur dazu beigetragen, die Wahrheit zu bekräftigen. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Christus war und ist das Licht der Menschen, wie wir in Johannes Kapitel 1 nachlesen können. Weil sie dasselbe, das Licht der Menschen, nicht annahmen, hat Gott sie mit Verblendung bestraft, wovon das ganze Judenvolk einen großen, lebendigen Beweis vor der ganzen Welt liefert. Der Grund hierfür liegt in dem ewigen Eifer Gottes für seine Ehre. Ist der Mensch von Gott abgefallen durch das Streben, wie Gott zu werden und zu wissen, was gut und böse ist, so soll er auch die Erkenntnis seiner Torheit zu Gott zurückkehren. So soll er auch durch die Erkenntnis seiner Torheit zu Gott zurückkehren. Ja? Ist der Mensch von Gott abgefallen durch das Streben, wie Gott zu werden und zu wissen, was gut und böse ist, also wenn er dem Teufel verfallen ist und wenn er dem Teufel mehr Gehör schenkt als dem Herrn, Jesus Christus, so soll er auch durch die Erkenntnis seiner Torheit zu Gott zurückkehren. Wenn ich dann erkenne, dass ich auf einem Irrweg bin, wenn ich dann erkenne, dass die Straße, die ich bewandle, mich nur in eine Sackgasse führt, dann habe ich die Möglichkeit, umzukehren und mich zu besinnen. Umzukehren ist ja nichts anderes, als sich besinnen. Ich habe die Möglichkeit, Gott zu finden, wenn ich eine Straße lang laufe, auf der ich sehe, dass ich ihn nicht finde, wenn ich auf der Suche bin. Ja? Die Torheit muss ich nur erstmal einsehen. Ich muss erstmal einsehen, dass ich wahnsinnig bin oder wie man das auch immer ausdrücken will. War es nicht Einstein, der diesen Spruch geprägt hat? Wahnsinn ist oder verrückt ist, wenn man immer wieder dasselbe macht mit einer anderen Ergebniserwartung? Ja? Es ist doch das, wenn ich an einen Weg langs wandle, der mich immer weiter in den Abgrund bringt, ja, dann muss ich nicht weiterlaufen, dann werde ich weiter in den Abgrund gehen, dann muss ich umkehren und dann muss ich aus dem Abgrund wieder rauskommen versuchen und in der Erkenntnis zu Gott zurückkehren. Jesus freute sich im Geist über dieses Urteil und diese Regierung Gottes, indem er sprach: Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und Erde, dass du solches verborgen hast den Weisen und den Klugen und hast es geoffenbaret den Unmündigen. Ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir, wie wir in Lukas Kapitel 10, Vers 21 lesen können. Jedenfalls nach der Version hier in dem Buch. Wir wollen aber eben schauen, wie die Schlachterbibel 2000 das sagt. Lukas Kapitel 10, was war das hier? 10, 21, wollen wir eben lesen. Da steht dann in der Schlachter 2000 steht es geschrieben: Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohl gefallen.
Warum ist das ein so wichtiger Vers hier drin? Weil die Weisen und die Klugen ja aus ihrer eigenen Weisheit und Klugheit meinen, eben schlau zu werden. Weil sie ihrer eigenen Weisheit und Klugheit folgen. Weil wir gelesen hatten, dass, wie stand das hier in Vers 21, derweil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen, sondern sind in ihren Gedanken, in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die Leute, die so lange zur Schule gehen und zur Universität gehen und dieses gnostische Wissen studieren und in sich hineinsaugen, sind selber von sich so eingenommen und sind in ihren Gedanken so eitel geworden, dass sie das für Klugheit halten und für Weisheit halten. Und das sind eben die Weisen und die Klugen, von denen Jesus hier in Lukas 10, 21 spricht. Ja, es hat dem Vater wohlgefallen, es den Unmündigen zu offenbaren, das ist denen, die einfältig sind. So, dafür muss man nicht dumm sein, ja? Jetzt interpretiert das nicht verkehrt. Aber einfältig heißt, dass ich die simple, einfache Botschaft der Bibel akzeptiere und nicht groß irgendwie Dinge dahinter suche. Die Bibel ist geschrieben, dass ein Zehnjähriger sie verstehen kann. Das ist natürlich nicht im Verständnis der römisch-katholischen Kirche, die meint, die Bibel ist nicht für den normalen Menschen geschrieben, sondern der normale Mensch ist viel zu dumm, um sie zu begreifen. Die Bibel muss ihm erklärt werden durch einen Gelehrten, durch einen Priester, ja, oder durch irgendjemand anders im Klerus. Deswegen hat die römisch-katholische Kirche das Lesen der Bibel immer verdammt und verdammt es auch heute noch. Deswegen geben sie den Katholiken ja den Katechismus. Nee, du musst die Bibel nicht lesen. Hier, den Katechismus musst du lesen. Das ist wichtig für dich. Weil sonst würdest du ja biblische Weisheit und biblische Klugheit erlangen, dadurch, dass der Vater des den Unmündigen eben offenbart. Nein, 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 nein. Du musst dich zu den, zwischen Anführungsstrichen, Klugen und Weisen dieser Welt wenden, um die Weisheit der Bibel zu erlangen. Ja? Es gefiel Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben, wie wir im 1. Korinther Kapitel 1 lesen. Auch hier mal eben in die Schlachter 2000 gehen. 1. Korinther, wo steht das hier? 1. Korinther Kapitel 1. Ja. Und da steht, steht da jetzt auch noch ein Vers bei? Nee, auch da steht gar kein Vers bei. Es gefiel Gott wohl, die durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Das ist also im 1. Korinther, im 1. Kapitel. Aber der Vers, der ist hier nicht angegeben. Und jetzt natürlich das ganze Kapitel lesen, das macht ja keinen Sinn. Aber es steht hier zum Beispiel in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Ja? Auch ein sehr wichtiger Satz. Gut, der Autor fährt dann fort und sagt also, es gefiel Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben, im 1. Korinther Kapitel 1, und die Weisen zu Narren zu machen. Zitat, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Sehet an, liebe Brüder, euren Beruf. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edel sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, dass er die Weisen zu Schanden machte. Ebenfalls aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Ja? Also, vielleicht doch mal eben wichtig, dass wir das lesen. Wollen wir eben schauen hier. Das sind die letzten Verse hier in 1. Korinther 1. Dann werde ich das mal eben aus der Schlachter vorlesen. Zwischen Vers 18 und Vers 31, den Rest des Kapitels. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft.
Denn es steht geschrieben in Jesaja Kapitel 29, Vers 14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Erinnert ihr euch noch an das, was ich in dem kleinen Einleitungsvideo gemacht habe? Normal ist das, was durch Gott ordiniert ist, und abnormal ist das, was sich an die Welt hält. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Wer meint, die Weisheit hier im Fleischlichen und Sündigen zu finden, der macht einen Narren und einen Tor aus sich selbst? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Kraft Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde und durch Gott zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, was geschrieben steht in Jeremia 9, 22 und 23, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn und nicht sich selber, nicht seiner eigenen Taten, wie es an einer anderen Stelle in der Bibel geschrieben steht, durch den Glauben und durch die Gnade sind wir errettet und das nicht durch Werke, auf dass niemand sich rühme oder brüste, wie man das auch immer übersetzen will. Ja? Also wieder das Rühmen, ein Wort, das sehr viel in der Bibel hier gebraucht wird. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in den Abschnitt des 1. Korinther Kapitel 1. Wenn hier so viele davon gelesen werden, verstehe auch nicht, warum ihr hier die Verse nicht mit angibt, da müssen wir eben 18 bis 31, wie gerade eben, mal lesen, um das hier mit einzubauen. Nun, wie dieses sich unter den Heiden bewiesen hat, sehen wir nun hier. Der Apostel sagt, dass sie in ihrer ganzen Finsternis sich noch für weise hielten, einem eigentlich mit ihrer Weisheit prahlten. Sie behaupteten, weise zu sein, während sie in dem Grade Narren, stumpfsinnig, dumm, ja unsinnig waren, dass sie verwandelt hatten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem vergänglichen Menschen, dass sie den Papst annehmen als Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, anstatt Gott annehmen, der angebetet werden will in Wahrheit und im Geiste. Und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere steht hier noch mit bei. Sie hatten sich selber Götzen aus Holz oder Stein gemacht. Ja, was sind denn zum Beispiel diese ganzen Maria-Abbildungen, die wir in der römisch-katholischen Kirche sehen? Die Jesuiten haben ihr ganzes Ministerium, ihre ganze Gesellschaft gewidmet an die Maria. Das hat Ignatius Loyola damals getan. Papst Pius IX. Hat die unbefleckte Empfängnis der Maria als römisch-katholische Doktrin eingeführt im 19. Jahrhundert. Und Papst Pius XII. Hat die Himmelfahrt der Maria in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt. Dann haben wir diese dämonischen Erscheinungen
in Lourdes, in Fatima, in Medjugorje und was weiß ich, wo noch überall die sogenannte Himmelskönigin erschienen ist. Und diese ganzen Abbildungen, diese ganzen Idolen, diese ganzen Götzen, die in der römisch-katholischen Kirche von dieser Maria angebetet werden, ist doch genau dasselbe. Sie hatten sich selber Götzen aus Holz oder Stein gemacht, nicht nur um den Menschen, sondern auch den Tieren, Ochsen, Affen, Schlangen und Fröschen nachgebildet. Und sie hatten nicht allein, wie etliche von ihnen vorgaben, in diesen Bildern nur Sinnbilder des Unsichtbaren, wahren Gottes gesehen, sondern sie hatten vor dem Bilde selbst die tiefste Ehrfurcht gehegt und bewiesen. Und das ist ein Satz, den muss man sehr gut verstehen. Ich werde ihn nochmal lesen, in der Hoffnung, dass ihr begreift, was hiermit gemeint ist. Es steht, sie hatten nicht allein, wie etliche von ihnen vorgaben, in diesen Bildern nur Sinnbilder des unsichtbaren wahren Gottes gesehen, sondern sie hatten vor dem Bilde selbst die tiefste Ehrfurcht gehegt und bewiesen. Es gibt nämlich viele, vor allen Dingen Katholiken, die meinen, ja, aber diese ganzen Abbildungen, diese ganzen Maria-Bilder und sowas, das ist ja nicht, dass wir Maria anbeten. Maria ist ja lediglich ein Sinnbild, ja, wofür wir das gebrauchen. Wir beten die ja nicht selber an. Na, aber sie knien vor der Maria nieder und haben die tiefste Ehrfurcht vor ihnen gehegt und haben auch die tiefste Ehrfurcht vor ihr bewiesen. Zum Beispiel durch den Rosenkranz zu beten, ja, dieses wiederholende, kontemplative Gebet, das Jesus ganz deutlich verbietet zu machen, und die Maria direkt selber anzubeten. Also kann mir kein Mensch sagen von, dass das nur Sinnbilder des unsichtbaren Gottes sind und als sowas sehen wir das auch nur. Nein, 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 nein. Diese Abbildungen sind schon etwas ganz anderes, sonst würde man sich nicht davor niederknien. Die Leute rufen Maria ja persönlich an. Man soll aber Gott persönlich anrufen. Aber sie ersetzen das Bild der Maria mit Gott. Ja? Oder ein anderes Bild. Sie ersetzen auch den Papst damit. Ne? Ist genau das Gleiche. Und in eine solche Torheit waren nicht nur die roheren Völkerschaften hinabgesunken, sondern auch die wegen ihrer menschlichen Weisheit ausgezeichnetsten. Wie zum Beispiel, und jetzt sprechen wir über die sogenannten, zwischen Anführungszeichen, weisen Völker, wie zum Beispiel die Griechen, die Ägypter und so weiter. Ja? Auch die in ihrer menschlichen Weisheit ausgezeichnetsten Völker wie Griechen und Ägypter sind alle in dieselbe rohe Torheit verfallen. Von dieser sonderlichen Verblendung des menschlichen Verstandes redet insbesondere Jesaja auf eine malerische Weise, wie der Heide unter den Bäumen im Walde gehet, da selbst einen Baum abhauet, davon man nimmt, dass man sich dabei wärme und die man anzündet und Brot dabei bäcket. Da selbst macht er einen Gott von und betet es an und macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die Hälfte verbrennet er im Feuer, aber das Übrige macht er zum Gott, dass es sein Götze sei. Davor er kniet und niederfället und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Das können wir vergleichen mit zum Beispiel Jesaja 44. Da gehe ich jetzt mal eben hin. Es geht hier in Jesaja 44 um die Torheit des Götzendienstes. Ich habe auch einen Teil davon früher schon mal gelesen, weil das hat ja auch viel mit Weihnachten zu tun. Aber gehen wir hier mal eben rein, weil warum? Na, ich verlasse überhaupt nicht das Thema der Sodomie, das ist immer noch genauso wichtig, wie es zu Anfang war. Aber ich will deutlich machen, an wie vielen Stellen in der Bibel, und wir holen ja wirklich nur ein paar, wirklich wenige Stellen der Bibel an, wo über Götzendienst geredet wird, wie wichtig der Einfluss der Götzen ist, der das auf die Menschen hat, die sich eben diesen Götzen, die den anbeten, die den, die sich ein Bildnis machen von etwas, das hier auf Erden ist, ja, durch sich einen Götzen zu formen. Ob das jetzt in der Form eines Papstes ist oder ob das in Form eines Abbildes ist, Jesaja geht da ganz deutlich hier drauf ein. Und er schreibt im Kapitel 44, Verse 6 und fortfolgende, der Herr allein ist Gott, die Torheit des Götzendienstes, zu dem Thema. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen, ich bin der Erste. Und ich bin der Letzte. Das kennen wir ja von Jesus Christus. Ne?
das Alpha und das Omega. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündet und tut es mir gleich seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, so dass sie zu Schanden werden. Also mit den eigenen Zeugen meint er hier natürlich die Götzen. Ja? Die haben zwar Augen, aber sehen nichts. Sie haben Ohren, aber hören nichts. Sie haben Hände, aber händeln nichts. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Ja, wenn man einen Götzen sich macht, dann erwartet man da auch etwas von, was davon passiert. Und das wissen wir an anderer Stelle in der Bibel, dass da eben nichts von kommt, weil die haben, wie gesagt, Augen, um zu sehen und sehen nicht, Ohren, um zu hören und hören nicht, Hände, um zu handeln und handeln nicht, Füße, um zu gehen und wandeln nicht. Also, wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Siehe, alle, die mit dem Gemeinschaft haben, werden zu Schanden. Und seine Werkmeister sind auch nur Menschen. Mögen sie alle sich vereinigen und zusammenstehen. Sie müssen doch erschrecken und miteinander zu Schanden werden. Der Kunstschmied hat einen Meißel und arbeitet in der Glut und bildet es mit Hämmern und fertigt es mit der Kraft seines Armes. Dabei leidet er Hunger, bis er kraftlos wird und trinkt kein Wasser, bis er ermattet ist. Der Holzschnitzer spannt die Messschnur aus, er zeichnet es ab mit dem Stift, bearbeitet es mit Schnitzmesser und umreißt es mit einem Zirkel und er macht es nach dem Bildnis eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in einem Haus wohne. Man fällt sich Zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sie sich aus unter den Bäumen des Waldes. Man pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Das dient dann dem Menschen als Brennstoff und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein, um damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott und betet ihn an. Er verfertigt sich ein Götzenbild und fällt davor nieder. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen isst er das Fleisch. Er brät einen Braten und sättigt sich. Er wärmt sich auch daran und spricht, aha, ich hab mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber macht er einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davor nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nichts verstehen. Keiner nimmt es sich zu Herzen, da ist weder Einsicht noch Verstand, dass man bei sich sagte, ich habe den einen Teil mit Feuer verbrannt und über seiner Glut Brot gebacken, Fleisch gebraten und gegessen, und aus dem Übrigen sollte ich nun ein Gräuel machen? Sollte ich vor einem Holzklotz niederfallen? Wer der Asche nachgeht, den hat ein betrogenes Herz verführt. Er rettet seine Seele nicht und denkt nicht, es ist ja Betrug in meiner Rechten. Soweit zu Jesaja 44. Und wenn wir über den Weihnachtsbaum sprechen, dann müssen wir nicht in Jesaja gehen, dann müssen wir in Jeremia gehen. Da ist nämlich der Teil von Jeremia mit dem Weihnachtsbaum besprochen. Und mal eben finden, ob ich das hier finde, wo das ganz schnell hier drin steht. Ich meine, dass es Vers 44 war, weil da ging es ja auch um die Himmelskönigin. Ne? Da antworteten dem Jeremia alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen fremden Göttern räucherten. Ne? Das ist Jeremia 44, Vers 15.
dass ihre Frauen fremden Göttern räucherten und alle Frauen, die da standen, eine große Gemeinde, auch das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte, und sie sprachen, was das Wort angeht, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so wollen wir nicht auf dich hören. Wir wollen nicht auf dich hören, sondern wir wollen gewisslich alles das tun, was wir gelobt haben. Wie war das so schön? Dass sie durch ihre eigene Weisheit Narren und Toren gewesen sind. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, haben wir gelesen. Ja? Seht ihr, wie das immer wieder kommt und wie die Bibel sich auf diese Art und Weise wunderbar selbst erklärt, ohne dass ich da irgendwas zufügen muss? Ja? Was das Wort angeht, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so wollen wir dich nicht hören, sondern wir wollen gewisslich alles das tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen. Wie wir, unsere Väter, unsere Könige und unsere Fürsten es in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unheil. Sobald wir aber aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern und Trankopfer auszugießen, hat es uns überall gefehlt und wir wurden durch Schwert und Hungersnot aufgerieben. Und wenn wir der Himmelskönigin räuchern und Trankopfer ausgießen, tun wir das etwa ohne den Willen unserer Männer, dass wir ihr Kuchen backen, um sie abzubilden und ihr Trankopfer spenden. Ja? Wir backen ihr Kuchen, um sie abzubilden, also Kuchen in der Form der Himmelskönigin. Und die Himmelskönigin, wie ihr von meinen anderen Lesungen wisst, unter anderem aus Alexander Hislop von Babylon nach Rom, ist Semiramis, die in 321 durch Konstantin, als das römische heidnische Reich sich getauft hat mit dem Christentum, das umarmt hat, die Himmelskönigin wurde dann die Maria. Von daher diese ganzen Maria-Abbildungen. Da redete Jeremia zu dem ganzen Volk, zu den Männern und Frauen und zu allen Leuten, die ihm so geantwortet hatten, und sprach, hat etwa der Herr nicht an das Räuchern gedacht, dass ihr und eure Väter und eure Könige und eure Fürsten samt dem Volk des Landes in den Städten Judas auf den Straßen Jerusalems dargebracht habt? Er hat daran gedacht und es ist ihm in den Sinn gekommen. Ja, der Herr konnte es nicht länger ertragen, angesichts der Bosheit eurer Taten, angesichts der Gräuel, die ihr verübt. Darum ist euer Land zur Wüste und zum Entsetzen und zum Fluch geworden, unbewohnt, wie es heute der Fall ist. Weil ihr geräuchert und gegen den Herrn gesündigt habt und nicht auf die Stimme des Herrn gehört habt und nicht in seinem Gesetz, in seinen Ordnungen und in seinen Zeugnissen gewandelt seid, also weil ihr von den 10 Geboten abgefallen seid, weil ihr das 2. Gebot nicht befolgt habt. Ja? Deshalb ist euch dieses Unheil begegnet, wie es heute der Fall ist. Jetzt mal eben sehen, dass mit dem Weihnachtsbaum, das wird wohl dann irgendwo an einer anderen Stelle stehen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, der Punkt über die Götzenanbetung ist jetzt deutlich genug gemacht, was ich versucht habe, euch hier jetzt mit beizubringen. Ja? Und dass wir sehen, das war jetzt Jesaja 44. Er sagt auch noch Vergleiche 5. Mose 4, Vers 15. Dann gehen wir da mal eben hin. 5. Mose, das ist ja Deuteronium, das letzte Buch Mose. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 15. Es steht geschrieben in der Schlachter 2000, Warnung vor dem Götzendienst, Vers 15 sagt, Zitat, so bewahret nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb. Ja. Sie konnten selbst Mose nicht ins Gesicht gucken, als er von dem Berg hinabstieg, als er mit den 10 Geboten zurückkam, weil sein Gesicht leuchtete heller als die Sonne. So geblendet war er von der Herrlichkeit Gottes. Ja? Und auch im 2. Buch Könige, Kapitel 17, mal eben sehen, ob wir das schnell finden. Hier ist ja Samuel und danach sind die Könige, ne? 1. Könige und dann immer noch 1. Könige, oh, langes Buch, 2. Könige, Vers 17, wollen wir eben gucken, Kapitel 17, Entschuldigung, 2. Könige, Kapitel 17, Vers 20, in der Schlachter 2000 steht geschrieben, Zitat, darum verwarf der Herr den ganzen Samen Israels und demütigte sie,
und er gab sie in die Hände von Räubern, bis er sie von seinem Angesicht verstieß. Ja, die Folge des Götzendienstes wieder mal. Und andere Stellen, sagt der Autor hier noch weiter, aber das dürften jetzt erstmal genug gewesen sein. Das dürften genug Stellen gewesen sein, an denen wir ganz deutlich erkennen, dass, da sich die Menschen für weise hielten, ihre eigene Weisheit haben, ihre eigene Gerechtigkeit haben, ihr eigenes Wissen haben, Gnostizismus, ja, von der Gnosis aus dem griechischen Wort Wissen, das Wissen oder die Erkenntnis des Menschen und nicht das Wissen und die Erkenntnis des Gottes aus der Bibel, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Hier in dieser Welt sagt man natürlich nicht, dass jemand, der so lange studiert hat und so schlau ist und was weiß ich, wie viele Titel trägt und alles, ein Narr geworden ist. Er ist ein Narr geworden im Sinne der Normalität. Um da nochmal drauf zurückzukommen. Und was ist die Normalität? Die Normalität ist das Verständnis aus der Bibel heraus. Das ist das, was Gott ordiniert hat. Das ist normal. Alles andere ist abnormal. Alles Weltliche ist abnormal. Ja? Wenn man zur Norm gehört, dann muss man immer wissen, über welche Norm man hier spricht. Und wenn ich natürlich nicht die Bibel und Gott als die Norm erkenne, ja, dann habe ich natürlich in der Hinsicht ein Problem. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, wie wir gerade eben noch gelesen hatten, selbst in Jeremia, ja, das, oder im Deuteronium, im fünften Buch Mose, dass es ganz deutlich war, dass, welches Stück war das denn jetzt hier? Warte, ich muss das nochmal eben hier ranholen. 5. Mose Kapitel 4 war das. Warte. 5. Mose. Ach, das war so ein schönes Wort. Ich habe das jetzt nicht gleich im Kopf behalten. 5. Mose 4, Vers 15. Ja. Wo geschrieben stand, so bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb. Das ist ja das, wo wir sagen, der Berg Sinai, wo eben das Gesetz damals gegeben wurde. Das ist der Berg Horeb. Und weil ihr damals keinerlei Gestalt von mir, von Gott gesehen habt, bewahrt eure Seelen wohl und macht euch nicht aus irgendetwas im Himmel oder von irgendetwas auf der Erde oder in der Erde oder von den Wassern unter der Erde ein Bildnis, ein Gleichnis von dem, was ihr noch nicht mal hier gesehen habt. Weil ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete. Ihr habt nichts gesehen, was könnt ihr euch denn dann also machen? Doch nur Dinge, die in eurer Vorstellung Gott widerspiegeln, es aber nicht wirklich tun. Also, haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem vergänglichen Menschen, das Beispiel habe ich jetzt zum Erbrechen oft genug angeholt, welche Beispiele es da gibt, und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Damit verlassen wir die Verse 22 und 23 und wenden uns den nächsten Versen zu, wo wir immer weiter zur Endlösung, möchte ich beinahe sagen, des Sodomitenproblems kommen. Weil je weiter wir fortschreiten, desto dichter kommen wir dem Ganzen auf die Schliche. In den Versen 4 und 25, und das muss ich jetzt mal eben sehen, das ist jetzt natürlich einerseits, wie es hier im Buch geschrieben steht, ich möchte euch aber gleich auch noch wissen lassen, wie es in der Schlachter geschrieben steht. Also Verse 24 und 25 hier aus dem Buch von Rosenius liest sich wie folgt. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihre Herzen Gelüste. Warum hat Gott sie dahingegeben in ihre Herzen Gelüste? Da sie sich für weise hielten und sich Bilder gemacht haben von dem vergänglichen Menschen. Ja? Darum hat sie Gott auch dahingegeben in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leibe an ihnen selbst.
die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lügen und haben geehret und gedient dem Geschöpf mehr, denn dem Geschöpfer, der da gelobet ist in Ewigkeit. Amen. Und in der Schlachter 2000 lesen wir das als Zitat: Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ja, hierüber könnte ich alleine, glaube ich, eine ganze Stunde lang herziehen, aber das ist ja gar nicht nötig. Man kann das ja auch ein wenig kürzer und kompakter machen. Darum, also nochmal, warum? Weil sie sich für weise hielten und zu Narren geworden sind. Darum hat sie Gott in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass sie ihre Leiber selbst entehren. Wie kann ich denn meinen Leib selbst entehren? Indem ich meinen Leib für Dinge gebrauche, für die er nicht gemacht ist. Und da kommen wir dann weiterhin in den nächsten Versen drauf hin. 26, 27 und 28. Aber so weit sind wir noch nicht. Da müsst ihr noch ein wenig warten. Das wird erst in der nächsten Sendung sein. Aber hier müssen wir schon mal verstehen, weil sie sich eben für weise hielten und zu Narren geworden sind, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit. Das Herz des Menschen ist falsch von Anfang an, steht in der Bibel, glaube ich, im Alten Testament noch vor der Flut geschrieben. Deswegen hat Gott damals die Flut kommen lassen und hat die Menschheit vernichtet, bis auf die 8 Menschen, die überlebt hatten. Weil das aus dem Herz eines Menschen nicht die Weisheit und nicht die Gerechtigkeit Gottes kommen kann. Die kann uns nur eingepflanzt werden durch den Gott, wenn dieser Gott unsere Herzen beschneidet. Dann kann das. Und anders kann das nicht. Also, weil sie eben sich für weise hielten und sich Abbildungen gemacht haben, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, das, was das Herz begehrt, ja, sagt man doch so schön, alles, was das Herz begehrt. Aber vor Gott ist alles, was das menschliche Herz begehrt, nichts als Abfall, Abtrünnigkeit, Abscheulichkeit, ja. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so dass sie ihre Leiber selbst entehren, so dass sie ihre Leiber gebrauchen zu dem, zu was sie nicht gemacht sind. Das ist doch ein ganz deutlicher Punkt. Unreinheit und ihre Leiber selbst entehren. Da kann man doch mit ein ganz klein wenig Denkvermögen ganz deutlich darauf hinzukommen, dass hier bereits der Akt der Sodomie angesprochen wird. Ganz unverständlich. Und warum? Weil Gott sie in ihren Begierden hingegeben hat, da sie zu Narren geworden sind. Darum, hier sehen wir den Ansatz schon mal, auf den wir im Klimax dann in der nächsten Sendung noch drauf hinauskommen zu sprechen, warum oder warum Götzenanbetung und warum das Abfallen von den 10 Geboten, in diesem Fall ganz sicher von dem 2. Gebot, die Strafe dafür ist, den, wie es hier dahin steht, sich hinzugeben in Unreinheit und sich dazu hinzugeben, den Leib selbst zu entehren. In Vers 25 heißt es, sie haben Gottes Wahrheit in der Lüge verkehrt. Und das ist genau das. Also es ist auch wunderbar, wie die Bibel so deutlich das bestätigt, was ich immer sage. Ich habe immer gesagt, die römisch-katholische Kirche lehrt 180 Grad genau das umgekehrt von dem, was die Bibel lehrt. Hier in Vers 25 im ersten Brief der Römer lesen wir, sie haben Gottes Wahrheit, die Bibel, in Lüge verkehrt. Also, umgedreht, 180 Grad. Aus weiß mach schwarz, aus schwarz mach weiß. Ja? Wie sagen das die Jesuiten? Wenn die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche mir befiehlt, weiß als schwarz zu sehen und schwarz als weiß zu sehen, dann werde ich so tun. Aha. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Sie haben also die Wahrheit der Bibel und Gottes Wort verkehrt in eine Lüge, in Satans Wort. Und sie haben das Geschöpf verehrt
und ihm gedient statt dem Schöpfer. Nun, hier ist ganz deutlich, dass man den Papst einsetzen kann. Ja? Sie haben Gottes Wahrheit in eine Lüge verkehrt und haben den Papst verehrt und ihm gedient anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. So deutlich kann man das hier in der Bibel wirklich lesen. Natürlich steht hier in der Bibel nicht geschrieben, sie haben den Papst verehrt. Nee, hier steht das Geschöpf. Und man kann für das Geschöpf, kann man zum Beispiel den Papst einsetzen. Man kann aber auch diese ganze New Age-Szene nehmen und kann stattdessen zum Beispiel diese ganze Gaia-Anbetung nehmen, wo die Erde angebetet wird und die Leute, die in den Wald gehen und die Bäume umarmen und die Bäume anbeten und die Bäume lieben, anstatt denjenigen zu lieben, der das alles geschaffen hat, der das alles geschöpft hat. Ja? Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient, dem Geschöpf oder dem Geschöpften, statt dem Schöpfer. Der Schöpfer sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger kleiner Absatz hier. Und ich möchte das auch gebrauchen, um das Video hier abzuschließen, dass wir sehen, dass wir hier nächstes Mal fortfahren und dass ihr euch Gedanken über das machen könnt, was ich hier gelesen habe. Es waren eine ganze Menge Bibelzitate, die ich vorher auch nicht so geplant hatte. Ich habe sie vorher auch noch nicht gelesen, wie immer. Ich lese ja nicht vor. Ich muss auch nicht vorlesen, weil ich verstehe Römer 1, sonst könnte ich es euch ja auch nicht erklären. Aber ich habe halt das hier von dem Rosenius noch nicht vorher gelesen und da waren so viele Bibelzitate und vielleicht neue Erkenntnisse für viele Leute, dass ich sage, macht euch da bitte eure eigenen Gedanken drüber, lest die Verse 20 bis 25, die wir bis jetzt ja hier ganz deutlich und tief in den letzten Sendungen der Bibelstudie besprochen haben, lest das nochmal selber, vereinigt euch da, vereinigt euch, nee, das wollte ich nicht sagen, nehmt das in euch ein, vereinnahmt das in euch, versteht es, versteht, was Gott euch hiermit sagen will. Darum hat er sie in den Begierden ihrer Herzen dahin gegeben, in die Unreinheit. Warum? Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht als Gott gepriesen, sondern sind in ihren nichtigen Gedanken verfallen und haben ihr unverständiges Herz verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren worden. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so dass sie ihre Leiber selbst entehren. Das ist das Paradebeispiel für Sodomie. Unreinheit und die Entehrung der eigenen Leiber. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Sie haben das Evangelium verkehrt in das Evangelium der römisch-katholischen Kirche, in die falsche Lehre des Antichristen und sie haben das Geschöpf verehrt, den Papst, der in der römisch-katholischen Kirche Gott auf Erden darstellt und ihm gedient, dem Papst, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Da fällt mir kein besserer Abschluss zu ein. Denkt darüber nach. Lest es für euch selbst. Bis zum nächsten Mal zur sechsten Lesung des ersten Kapitels Römer. Maranatha.